Hallo Borgheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der 0331 9660. Du hast da was am Kopf. Ach so. Matze und natürlich der Lutze. Ja, Matze, sein Hinweis, wie immer, ihr könnt euch vielleicht ans letzte Video erinnern, das ist Matze, sein ganz persönliches Leiden. 0331 hier, 9660, weil... Da kann Matze man auch, wie ich letztens schon mal, habe ich schon erzählt? Du, wir kommen nachher noch zum Waldbad, da kannst du das nochmal kommen. Ja, ja, ja. Seine Kündigung ist das hier. Nicht im Land Geld Brandenburg, kriegt. Ja, so. Machen wir gleich. Also, wir kommen gleich nochmal. Du sagst immer, ich sitze so weit hinten, dann muss ich auch weiter vorne die Kamera ein bisschen drehen. So. Haben wir es jetzt? Ja. Nee, immer noch nicht. Haben wir immer noch nicht. Sag mal, wir hatten mal einen Zettel gemacht. Nicht vorbereitet heute. Hast du dein Telefon leise gemacht? Mein Telefon habe ich nicht leise gemacht. Wir sind ein bisschen schwatzen, wir haben heute keine Themen. So. Nee, wir haben Themen. Leise. Wir haben doch voll die Themen. Nicht auf Duschau. So. Warum nicht? Guck mal, das ist eine Monitorwand hier. Du weißt ja nicht mehr, wo du hier alles hingeschrieben hast. Ja, stimmt, aber das macht sich cool. Ist das Kryptik? Eigentlich macht sich das cool, ja, aber der Text ist ja da, aber mir fehlt das hier. Ach, das Wetter kommt auch zum Schluss. Das Wetter fehlt uns ja noch. Ach, jetzt kriegt das nicht mehr groß und clean. Warte mal, muss man mal. Zack. Ah, guck mal. Oh. Ah, so ist fein. Ja, wir haben wirklich nicht viele Themen, deswegen machen wir mal ganz fix. Erstmal, was zu lesen war beim BSV 90, die wollen wieder Fußball spielen, aber noch nicht richtig die große Geschichte. Tischkicker. Nee, aber ist noch nicht, die sind ja noch nicht so weit. Es gibt irgendwie, Schlalach hat ein Vorbereitungsturnier organisiert und da spielt die Männermannschaft des BSV 90 am 20.06., also diesen Sonntag, um 15 Uhr auf unserem Fußballplatz gegen den SV 71 Busendorf. Das wollen sie natürlich gewinnen. Und was wir allerdings noch nicht sagen können, die Informationen haben wir noch nicht, ob das Spiel mit Zuschauern stattfinden kann und ob und wenn, ja, wie viele und das ganze Prozedere wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass die Mannschaft spielen kann. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es schaffe, da mal hinzugehen. Aber ich denke mal, wir kriegen die Informationen noch, ob dort Zuschauer teilnehmen dürfen und wenn ja, wie welche Prozedere. Ist eigentlich ja albern, weil so eine komischen Inzidenzien gibt es ja hier nicht mehr. 3,7. Ja, das ist lächerlich. Minus schon. Minus. Muss man sich nicht mehr drüber unterhalten. Ich habe da meine ganz persönliche Meinung drüber. Du hast dich rumgetrieben am Wochenende, habe ich gehört. Ich habe auch zu diesen Inzidenzen eine ganz persönliche Meinung. Und zwar, ich habe mich rumgetrieben auf der Burg Rahmstein. Und da war bei dem von Crescendo e.V. veranstalteten Event, waren 10 Bands vor Ort von 11 bis 0 Uhr. Rund um die Uhr Musik auf 2 Bühnen. Es war ein bisschen zu wenig Werbung hier in der Region vorneweg. Leider wurden von 500 Karten auch nicht ganz die 500 verkauft. Und vor der Tür war eine Teststation. Jetzt könnt ihr mal raten, wie viel Infizierte es dort gegeben hat. Von 300. Positive Leute. Nee, die waren alle negativ eingestellt. Positiv gestimmt und negativ getestet. Das sah also ich doch. Null. Ja, und das. Aber in Summe, Burg Rahmstein ist wirklich eine schöne Location. Wollen wir mal den kleinen Film starten hier? Ja, du hast was aufgenommen, ne? Ich habe ein bisschen rumgespielt. Wir gucken einfach mal rein. Bitteschön. Menschen, die hier so zahlreich erschienen sind und sehr fröhlich sind. Ja. Ungewöhnlich. Jawohl.
Wendy, grüß ich. Das Klo am Bahnhof Zoo hat zugemacht, denn den Klomann haben sie gestern umgebracht. Der Polizeikommissär tippt auf einen Raubmörder, denn der Teller vom Opfer war leer. Yeah, yeah, yeah. Ja, war ja, ja, taten die Füße weh. Wir haben da rumgehoppelt und rumgetanzt. Das hat so einen Spaß gemacht. Hätte ein bisschen voller sein können. Hätte es voller sein können. Aber es ist ja auch so ein, ja, wie gesagt, toll organisiert, muss ich sagen, vom Thomas Nerkorn. Der ist übrigens der Vorsitzende vom Verein Crescendo e.V. aus Niemeck. Die machen auch sehr viel mit Jugendarbeit und haben jetzt da oben Teile der Burg als Verein übernommen, um dort so eine Art Jugendzentrum zu machen, wo sich auch Bands einmieten können etc. Da passiert jetzt schon einiges wieder. Na, wir waren Samstag auf einer schönen Radtour gewesen. Wir waren in Schlarlach gewesen, haben uns da mal schön was zu essen gegönnt. Mach doch mal Werbung. Coole Kneipe, war cool. Übrigens, eine coole Kneipe in Schlarlach. Genau. Genau, hinten links, wenn du reinfährst. Ganz leckeres Essen. Und was mir ja richtig geschmeckt hat, diese dunkle Bier, das so ein bisschen süßlich schmeckt, so ein Tschechenbier. Mag ja nicht jeder, aber da ich ja kein Biertrinker bin, das hat mir tatsächlich geschmeckt. Und ich habe mir zwei halbe Liter Bier gegönnt. Musst du dir mal vorstellen. Von diesem dunklen. Direkt nach dem Ankommen. Und dann nochmal zwei für die Heimfahrt. Nein, so viel Bier schaffe ich nicht. Aber zwei Bier habe ich geschafft. Also eins, als ich gekommen bin und dann so nach mit dem Essen noch. War lecker Essen gewesen. Schnitzel mit Spargel und. Die haben eine schöne Karte und das hat wirklich gut geschmeckt. Und die waren auch ganz nett da, ganz freundlich. Und da waren wir mal, haben wir eine schöne Radtour hingemacht. War cool gewesen. So nach dem kalten, angesetzten Regenwetter am Samstag. Ja, das passiert. Aber es war ein schöner Abend geworden. Jo, so, Matze, jetzt du nochmal, was ist mit dem Waldbad los? Wann geht's endlich los? Jetzt soll es ja richtig heiß werden. Ich meine, es werden ja immer ganz schnell irgendwelche Sachen verboten. Ich würde mal langsam der Landesregierung empfehlen, mal ein bisschen was zu lockern und zu lockern. Und zwar nämlich diese bescheuerte Verordnung, dass wir als Freibadbetreiber immer noch am Eingang Leute aufschreiben müssen, was wir nach wie vor nicht leisten können. Und das finde ich immer noch, ich habe ja hier übrigens am 2.6., habe ich sogar mit Eingangsbestätigung aus dem Landtag, habe ich eine Petition an den Landtag geschrieben. Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun. Und erstmal da reingeschrieben, dass die Betreiber von Freibädern hier benachteiligt werden, wenn sie ehrenamtlich als Verein arbeiten und ohne Personal und nur einen Rettungsschirm haben, etc. etc. Warum nutzen wir nicht die digitalen Möglichkeiten? Warum werden wieder die Betreiber zur Verantwortung gezogen, die das in Teilen eben gar nicht leisten können? Und das Ganze ist auch... Die ehrenamtliche Tätigkeit wird hier ad absurdum geführt und die Vereinsmitglieder können nicht ins Bad. Und keine Kinder kommen mehr zum Schwimmen und auch kein Schwimmunterricht mehr. Und die Todesfälle lassen wir uns als Badbetreiber nicht anrechnen. Weil wenn ihr 2 Jahre lang keiner mehr schwimmen lernt und jetzt hier schon wieder alles unterbunden wird, also ich habe die Nase voll davon. Und der beste Spruch ist hier unten, haben Sie in der Sache bereits Rechtsbehelfe, Widerspruch oder Klage eingelegt? Wenn ja, welche? Dann habe ich nochmal reingeschrieben, nein, wer soll das finanzieren? Ja, also hier übrigens Eingangs, ist die Antwort schon, oder was? Nee, Eingangsbestätigung habe ich und seit dem 2.6. Also im Prinzip kannst du diese Petition, danke für nichts, nochmal. So, Nase voll. Na gut. Nee, nichts gut. So geht's halt. Ich will gar nicht über das Wetter berichten heute. Nee, wird warm. Soll ich dir mal was sagen? Guck mal. Heute ist Montag. Wir liegen hier bei 27,5 Grad. Ja. Ruft an.
sagt eure Meinung. Und ja, irgendwie im Pförtner, keine Ahnung. Am Freitag sind wir bei 35 Grad. Ich würde es gar nicht sehen. Willst du gar nicht? Willst du kein Wetter ansagen? Sag mal Wetter an. Wie viel Regen gibt es denn? Null. Null. Hm? Null Regen? Ja. Hast du jetzt einen Bock? Ja. Ja, gut. Matze hat einen Bock, ich auch. Ja. Entschuldigung, mich kotzt das langsam an. Ja, weil das Albert, das ist nicht mehr nachzuvollziehen. Das kannst du keinen normalen Menschen, sterblichen Menschen mehr erzählen. Gibt ja Leute, die finden das ganz toll. Das nichts ist, dass sie nicht raus müssen. Ja, schön. Hm? Haben wir aber ein anderes Verständnis bei uns in unserer ehrenamtlichen Vereinsarbeit. Ja, nicht nur da. Ich finde das langsam krank. Muss ich mal sagen. Also das ist ja nicht mehr nachzuvollziehen. Wenn nichts ist, ist nichts. Dann kann man das auch sein lassen. Könnte man ja sagen, es könnte ja was sein. Ich gehe auch morgen mit einem Regenschirm raus, weil es könnte ja eventuell übernächste Woche regnen. Weil die in Potsdam nicht wissen, wie es hier vor Ort aussieht. Gut. So. Matze, komm, wir hören jetzt auf. Wir haben jetzt noch was Lustiges. Was Lustiges? Wetter. Gut, ich lach wieder. Ja. Aber ja, so kann man einen auch runterziehen. Wir setzen die Frustsendung heute wieder ab. Das war eine Frustsendung. Wie immer hier vor der Kamera, nächstes Mal hoffentlich nicht so frustig. Der Matze. Und der Lutze. Und tschüss. Winke, winke.